Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer Folge Rusty Rust bei den Amis. Solo, Only, ich weiß gar nicht, ob das heißt, Community oder sowas. Wir sind bei der Amis und sind heiß. Ja, Butze steht da vorne und jetzt geht es darum, ein bisschen zu looten, ein bisschen Glück zu haben, ein paar geile Sachen zu finden, nicht weggeholt zu werden. Aber ihr seht es halt, hier ist, da hinten ist auch schon mal Butze, also hier ist gut Betrieb, das wird hier richtig abgehen. Ja, wenn ich 12 Stunden weiterrechne, ist bei den Amis gerade 11 Uhr morgens. Von daher werde ich vielleicht noch hier ein, zwei Stündchen Ruhe haben. Aber wenn dann hier gleich die ganzen Butzen aktiv werden, wird es lustig werden. Weil die sind natürlich auch schon 25 Stunden vor mir, was Vibe-Zeit angeht. Deswegen wird dann nur mit Bo hier nicht mehr viel gehen, denke ich. Deswegen muss ich hier gerade echt Gas geben. Hoffen, dass ich ganz gut durchkomme hier. Und ja, dann mal gucken. Oh Mann, man muss die ganzen Stoffen da klauen. Aber der scheint aktiv zu sein, oder? Stoffen steht. Verwelkt der nicht irgendwo? Ich weiß nicht, ob es immer noch verwelkt. Kann natürlich sein, dass es auch gepflanzt hat, wo er offline ist. Auf jeden Fall alles ausgewachsen. Alter, das Bärparty. Ja, komm jetzt zu mir, ne? Ja, genau. Ich hab keinen Bauplan. Und keine Holzen. Hier ist noch meine Foundation von vorhin. Komm mit, Bär. Ernsthaft? One bear fucking down. Mann, Mann, Mann. Das läuft ja echt gerade schon mehr zu gut, ne? Aber ich hab gesehen, da haben wir auf jeden Fall schon einen richtig fetten Nachbarn. Das ist der nächste Bär, ey. Noch eine Leiter, was ist denn los, Spiel, Alter? Mit 40 HP laufe ich hier so stark. Gehen wir jetzt mal kurz in die Hütte. Oh, und ihr seht, wie schnell das Zeug hier nachspawnt. Fuse um Fuse, Alter.
Hammer. Hammer, 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 Hammer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein paar Seile ist natürlich auch nice. Haben wir noch gar nicht gehabt. Waffenteil, Feder ist immer gut. Hier kommt Heilhof 80 hoch. Ja, geht sie eh nicht. Zwei Leitern, ey, da suchst du dir manchmal einen Wolf. Boah, der Stoffen war echt geil. Ich muss auf jeden Fall nochmal hin den Rest mitnehmen. Ja, ich weiß, wir werden gierig. Aber. Scheiß drauf. Sollen wir uns mal da ein bisschen umgucken. Ich nehme erstmal die Fässerchen hier auch noch mit eben, damit das wieder nachspawnt. Ich meine, es wäre natürlich auch mal ein Experiment zu sagen, man bleibt im Startgebiet. Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich auch nicht den Drang nach. Das ist das Problem. Er ist auch weit genug weg als Nachbar. Ja? Das passt also auch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ist nicht, dass er gleich um die Ecke ist. Wir müssen ein Stückchen laufen. Ich meine, da unten am Strand haben wir ja auch noch zwei Butzen. Also wir haben eh so oder so Nachbarn. Aber er ist ja schon ein bisschen was Größeres da drüben. Aber da waren natürlich auch noch ein paar Bären, jetzt habe ich natürlich wieder kein Holz mitgenommen und kein Beil. Ist schon, bin schon ein Macher. Alter, wie wird der hier angepflanzt? Was ist denn los mit ihm? Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass er eine Falle zuschnappt. Okay, ist nichts, was mich irgendwie ...300, also muss ich nach Hause bringen. Ist nichts, was mich irgendwie beunruhigt von der Butze her. Steine, 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 ey. Ein, zwei Eisen wäre schön gewesen. Ja, wie gesagt, von den Nachbarnbutzen hier ist das echt super, ey. Könntest du echt gut ein bisschen was machen. Was soll es auch sonst sein, oder? So, kommen wir jetzt alles durch. Ein neues holen eben. Und dann gehe ich jetzt direkt. Ich tanke direkt. Das Quirken direkt ein bisschen was weg. Bevor ich jetzt gleich einmal irgendwie mit 5. Oh, oh, gehe ich fast einen Krampf, Leute. Wo ich jetzt einmal mit 500-600 Scrap dann nach Hause rennen muss. Können wir mal eben rüber huschen. Immer schon. Das kann erstmal alles. Alles gescrapt werden.
Ja gut, so viele Fuse brauchen wir auch nicht. Wir werden bestimmt noch mal eine finden. Also das Skript ist erstmal weg. Das haue ich gleich in den Ofen rein. So. Oh, der ist so lahmarschig, ey, das macht. Das passt. Das können wir auch mitnehmen. Also dich. Stoffen wollte ich jeder. So. No, Schoki. Gut. Mal klar. Wird auch schon wehtun, dazu verlieren jetzt. War besser, als wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde hier fast um fast kloppen und dann mit der zweifachen, dreifachen Menge da gehen und drauf gehen. Und hier ist ja echt gerade, im Moment ist hier echt tot. Also nicht unken, ja. Spawn doch bitte. Das ist schwer einzuschätzen, ob hier einer war und die gesnackt hat. Weiß auch nicht, ob ich wohne hier, vorhin alle Türen zu waren. Und ihr seht, die laufen halt Minimum schon Revolverpumpe durch die Gegend. Ja? Das ist halt einfach so. Ist halt schwer, nur mit der Bow irgendwie was zu machen. Ich könnte natürlich eine Werkbank bauen, einen Nägern machen, ja, da recht. Bevor mir das Argument kommt, ist mir schon klar, Leute. Aber lasst mich doch mal ein bisschen anders probieren. Noch geht's ja. Ich überlege jetzt ja gerade, wie gesagt, ich könnte natürlich Außenposten dann gleich riskieren. Würde ich aber, glaube ich, in der Nacht dann versuchen. Und dann würde ich von da aus eigentlich auch weiterziehen. Alter. Stoff, ich guck euch das 1000 Stoffen jetzt durch den kleinen Überfall beim Nachbarn an. Gut, keine Müdigkeit aufkommen lassen. Kistchen mehr schön, oder? Kisten. Revolver, Sprengladung, Schneejacke. Bodendosengranate, das ist, was ich suche. Ja, Ziel in der Staffel natürlich ein Raid ansetzen. Wenn ich mir die ganzen Butzen hier angucke, der brennt immer noch, ey. Ich würde den ganz gerne abfahren gehen. Aber ich glaube, der muss ganz weg sein. Wenn ich mir die ganzen Butzen hier gerade in diesem Gebiet angucke, sollte auch was machbar sein. Ob es klappt, ist eine andere Sache, ja, aber zumindest der Versuch sollte machbar sein. Ja, der Heli brennt schon den ganzen Tag. Jetzt ist er aus, oder? Komm, wir gehen nochmal gucken, ey.
Kann man, glaube ich, auch schon mitnehmen. Ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch ganz interessant. Wie gesagt, der soll halt um die. Ne, ist immer noch nichts. Der soll halt um die 1500 Metallfragmente geben. Boah, Leute, hier ist echt. Guckt euch das an. Ey, wir könnten natürlich auch fliegen zum Kraftwerk. Statt mit dem Boot fahren. Das wäre doch mal was, oder? Der Bruchpilot in Edgen. Da freut ihr euch doch drüber. Kennt euch doch. Weil da steht gerade ein Flieger rum. Was machen wir jetzt auch? Kann doch auch bestimmt zum Outpost fliegen, oder? Also das Hoch, ja. Ich meine, zum Outpost könnten wir auch reiten. Sollte doch per Straße gehen, oder? Möglichkeiten über Möglichkeiten. Also. So, warum ich denn jetzt hier gerade noch irgendwas gesehen habe? Was hast du denn für Haltbarkeit? Da oben ist auch schon eine Base. Aber gut, was habe ich? 7. Na, mit 7 kommen wir natürlich jetzt auch nicht bis nach Hause, glaube ich. Ein Kistchen. Jetzt kann ich mal ein bisschen Low-Grade holen. Ach komm, Spiel, ey. Gib mir doch was Geiles, ey. Abgesehen vom Suit war hier nur Scheiße bisher. Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren, wenn wir jetzt fliegen. Also ich nehme einen Bow mit, ja. Aber wir können uns halt mal einen Überblick verschaffen. Wenn wir nicht direkt runtergeschossen werden. Das kann natürlich passieren, wie gesagt, hier laufen schon mit halbautomatischen Dingens rum. Weiß ich, reichen 7 Low Grade? Wahrscheinlich nicht, oder? Bis zu unserer Base zu kommen. Wahrscheinlich kriege ich das Laden wieder nicht hin. Ich mache es eigentlich, gehe scrabben, bringe das in die Base und dann hole ich Low-Grade und dann fliegen wir eine Runde. Okay, die ist gespawnt, vielleicht haben wir Glück. Arschloch. Negern brauchen wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Spawn bitte, spawn! Und pack ein halbautomatisches Gewehr rein. Do it. Do it for me. Please, please! Ja, wegen dem Stoff scrap ich es noch niemals, sondern wegen den Seilen, ne? Zwei, eins. So, wir haben beide Türen aufgelassen. Ich höre hier manchmal komische Geräusche. Es geht schon wieder los. Ja, es wundert mich halt echt so ein bisschen. Ich meine, ihr habt es grob gesehen, wenn wir es gleich abheben, seht ihr es ja richtig. Wir stehen halt so viele Butzen hier und es ist so ruhig. Also es ist schon... schon komisch. Ich will aber jetzt nicht zu viel mitnehmen, ich will nicht zu viel verballern. Wie viel haben wir noch nicht, ey?
90. Das höchste der Gefühle. Mach einfach so, scheiß drauf. Scheiß drauf. So. Nicht, dass er unterwegs verhungert. Oder sie, besser gesagt. Und ja. Wird natürlich auch dunkel. Natürlich super. Ich guck gerade, ich habe nichts Wichtiges mit, ne? Knochen-Dingens können wir uns neu machen. Weil wir jetzt nackter gehen. Wie gesagt, es wird dunkel. Ich würde dann wahrscheinlich eh nicht wieder nach Hause fliegen. Würde mich dann killen. Geh jetzt nackter. Scheiß drauf. Zagos-Bruchpilot. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Weil ich muss ein paar Folgen aufnehmen und ja, ist halt einfach so. Und ich denke, Bruchpilot Zagos gleich anzugucken, ist eine gute Möglichkeit, einen Cut zu machen. In diesem Sinne, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge zur Bruchpilot-Show wieder. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles an die Kommentare. Haut rein, bis dann. Ciao.